Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ja, ist jetzt wieder ein Weilchen her, wo ich gespielt hatte. Ich weiß jetzt noch, dass das irgendwie hier eine Stadt, die von Untoten überrannt wurde. Warum habe ich meine Waffe nicht ausgerüstet? So hier, hab mich schon gewundert gerade, warum waren die nicht ausgerüstet? War die doch. Das war doch meine, oder? Oder die? Benedikt Klingenschaden 17. Hab jetzt aus Versehen meine Waffe verkauft? Oder ist die das? Nimm die Waffe Ja, weg. Mara, weg mit dir. Hä? Ich weiß nicht, was dessen Problem jetzt ist. Nochmal ganz kurz gucken. Ich glaube, die war das. Ich weiß nicht mehr. Hatte ich jetzt meine Waffe aus Versehen verkauft? Oder brauche ich die gegen die Untoten, die da unten sind? Hier gibt es auf jeden Fall sehr viele Untote. Das heißt, eigentlich können wir hier richtig gut skillen. Vorausgesetzt, wir kriegen die alle erledigt. Okay, könnte bis doch ein bisschen schwieriger werden hier. Ich glaube, das war keine gute Idee hier, oder? So, okay, den ersten haben wir, 200 Erfahrungspunkte. So, kurz nochmal Ausdauer tanken. Obwohl, wir haben... Ich hoffe, hinter mir, da sind noch mehr, verdammt. Aber... Jo, kommen die beide mit dieser Attacke an? Okay, haben wir beide erledigt. So. War jetzt alles andere als schön. Essen wir eben was ganz schnell. Noch ein Stück Fleisch. Und speichern das einmal. Speichern. Was ist nochmal die Quest? Für hier. Wo sind wir genau? Hier, okay. Das Geschäft mit Basir, die Rettung von Benzala, die Ruine, die Stollen. Plündergut, 6 Kisten Stahl. Müssen wir hier die ganzen Untoten drumherum besiegen, erledigen? Ist auf jeden Fall ein richtig schönes Schwert eigentlich, was wir hier haben. Was sind das denn für ein Pilz nochmal? Seltsamer Pilz, genau. Okay, die kommen nur zu zweit. Hinter mir ist keiner. So, komm. Weg mit den Zombies. So, ich finde schade, dass man die nicht noch mehr looten kann, außer dessen Knüppeln. So, nochmal was futtern. Wie viel brauchen wir eigentlich für die nächste Stufe? Wir haben eigentlich auch schon viel geskillt, muss ich sagen. Die nächste Stufe. Okay, knapp 5000 Punkte. Da! Da!
Da! Da! Komm! Da! 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 Ja! Okay, ist schon doch ein bisschen schwierig hier. Muss ich wirklich die Zombies hier drumherum alle erledigen, oder? Da sind wieder welche. Ich speichere nochmal, bevor ich da nochmal gegen antrete. Okay, es kommt jetzt nur einer. Immerhin einer. Aber das sind auf jeden Fall viele Erfahrungspunkte, die wir hier kriegen können. Ist das ein Knüppel da? Jetzt kommt der nächste. Hinter mir ist keiner. So, komm. Okay, jetzt hat er mich. Jetzt habe ich ihn wieder. Wo ist das ein Knüppel? Da. Und nochmal ein Heiltrank. Der sieht mich jetzt gleich. Ja. So, komm. Da. Ich gehe nochmal kurz zurück und schaue mir nochmal ganz genau an, was ich hier für Quests habe. So, kann ich hier irgendwo noch mal pennen vielleicht? So, ich missbrauche mal das Bett. So, bis zum nächsten Morgen. Dann schaue ich mal noch mal ganz genau an die Geschäfte mit Basir. Die Rettung von Benzala. Und Tod und Benzal. Du hast noch nichts von den auferstandenen Leichen gehört? Nichts von den Rastlosen und Verfluchten? Lass dich davon nicht ablenken. Hier gibt es für dich mehr als genug zu tun. Bleibe einfach hier und halte dich fern von Benzala. Was kann ich tun? Ich habe ein paar Männer den Berg hinaufgeschickt. Sie kamen nicht zurück. Geh und sieh nach, ob noch jemand lebt. Aber die Steuern sind sie auch hergefallen. Die Sklaven hatten keine Chance. Bereite dich vor, damit du deine Chance hast. Wenn ich dir noch etwas zeigen kann, lass es mich wissen. Wie kann ich helfen? Hört euch das an. Er schlägt sich zu uns durch und fragt, wie er helfen kann. Das ist der Mut eines Mannes, der keine Gefahr fürchtet. So spricht ein wahrer Held. Schon gut, komm zur Sache. Ich bitte dich, rette meine Stadt. Beschlage die Untoten, tu, was immer notwendig ist und befreie uns von diesem Fluch. Na schön. Und sprich mit Daro, er wird dir bestimmt mehr sagen können. Okay, die Stollen. Daro. Es gibt zwei Stollen im Berg. Einer liegt direkt hinter der Stadt, der andere liegt weiter im Südwesten. Pass auf dich auf. Ah, okay, also die Stollen muss ich frei machen. Dann fangen wir mal an mit dem Stollen. Da sehe ich schon die Zombies und Skelette. So. Die Zombies haben aber auch eine Sichtreichweite.
Da! 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 Veliar wartet auf dich. So. Werde ich zertreten. Da! Ja, in den Staub mit ihm. Du wirst mich nicht mehr belästigen. So, wo ist sein Knüppel? Da. Und wo ist sein Schwert und sein Schild? Nehmen wir mal mit. Okay, und nochmal speichern, bevor wir da weiter reingehen. Das sind viele Skelette. Fängt schon sehr gut an. Autsch. Ja, fängt sehr gut an. Da. Oh. Ja, nein. Verdammt. So, mein Stuhl rutscht auch noch gerade wieder runter. Ich brauche dringend wieder einen neuen Stuhl. Der ist irgendwie kaputt gegangen, dass er immer wieder hier runterrutscht. So, aber... gegen Skelettbogenschützen wird doch ein bisschen schwierig. Den gar nicht. Wieso treffe ich den gar nicht? So, das ist der Bogenschütze. Der soll bitte herkommen. So ist besser. Genau. Ja. So, nehme ich alles mit. Die ganzen Pfeile, die der jetzt weggeworfen hat. Und nochmal speichern, weil wir jetzt einen erledigt haben. So, der soll bitte jetzt rauskommen. Nein, jetzt. Hör auf zu rutschen. Der soll bis hierhin kommen. Wer auch immer da gerade genießt hat. So, das wird noch gehen. So, dessen Pfeile nehmen wir auch wieder mit. Hier liegt noch ein Schwert. Und nochmal kurz speichern. Noch mehr von den lästigen Biestern. Wo? Beliar wartet auf dich. Da oben. Das Vieh werde ich jetzt hör auf den Falschen anzuvisieren. So, das sollten meine Punkte sein. Und wo kam der denn jetzt her? Ich komme hier irgendwie nicht weiter da. Okay, esse ich nochmal ein Stück Fleisch. Aber die Punkte wollte ich haben von dem. Beziehungsweise, warte mal.
Habe ich hier irgendwas, was permanent gibt? Oder komm, wir essen mal die beiden Äpfel. Was ist das? Grütze. Nochmal Lebensenergie plus 4. So. Nichts, was Permanentes gibt. Schade eigentlich. Schinken haben wir noch. So, der Zombie. Ich finde, was... Ne, das ist eine Mumie, oder? Ist das eine Mumie? Verfluchter Sklave. Natürlich kommt da jetzt noch ein Skelett an. Da, da. So, komm. So, was ist das denn jetzt für ein verfluchter Sklave gewesen? So, jetzt kommt der. Das blaue Erz sehe ich gerade. Ist das dieses magische Erz? Den haben wir auch. Wo kommt der jetzt bitte her? Die Biester lernen. Nein, das waren meine Punkte. Das waren meine Punkte. Klaut er mich hier einfach meine Punkte, ey. Arsch. Komm, die Pilze nehmen wir auch mit. Wir brauchen mehr Heiltränke. Nur mal so angemerkt. Keine Ahnung, von wo die Zombies aber alle herkommen. Erzader. Das ist das blaue Erz, glaube ich, das magische. So, erstmal ein bisschen Abstand. Oh. Da. So, jetzt, ja. Da ist noch ein Pfeil. Das sind sehr, sehr viele Gegner da vorne. Ich will die wirklich versuchen, alle irgendwie einzeln da rauszulocken. Weil mehrere auf einmal, das schaffe ich nicht. Das wird übel enden. Okay, zwei. Das ist ein normaler Zombie und ein verfluchter Sklave. Okay. Nein. Okay, einer ist zumindest weg. So. Was ist denn für ein Stollen? Kommt das Skelett jetzt an? Oder der Zombie? Okay, das Skelett kommt.
Das wird aber auch echt schwer hier jetzt. Da! Nein! Wo hänge ich hier fest? Warum hänge ich hier fest? Ja. So, sein rostiges Schwert haben wir. Und noch einen Heiltrank, bitte. Und nochmal speichern. Muss ich die ganzen Sklaven, also verfluchten Sklaven hier erledigen? Jetzt kommen wieder zwei. Da kommt schon der nächste. Ja. Okay, dann kann ich den mit dem Schwert. Okay, das wird jetzt schwieriger, wenn... Da! Obwohl, jetzt haben wir den. Da! Komm. Nein! Weg! Da! Okay, erstmal Abstand gewinnen. Die sind zum Glück nicht schnell. Da! So, nochmal was futtern. Und speichern. Dann haben wir die zumindest. Dann sind die schon mal weg. Hier, Knüppel. Wie viel sind noch in dem Stollen hier? Der Stollen fertig? Schwere Kiste haben wir entdeckt. Noch eine schwere Kiste. So, Morgentau. Hier ist noch eine schwere Kiste. Ich glaube, wir sind wegen den schweren Kisten hier. Kann das sein? So, Zauberwurzel. Nehmen wir auch mit. Gibt es hier noch mehr? Goldader und das Erzader, okay. Brauche ich mal raus. Ein bisschen magisches Erz können wir gebrauchen. Da ist nichts mehr zu holen. Okay, aber Gold nehmen wir auch mit. Wenn hier schon eine Goldader ist. Können wir gleich Bescheid sagen, dass hier das Ding jetzt leer ist, befreit ist? Oder gibt es hier noch mehr? Sieht ja nicht danach aus. Aber das war der Stollen, oder? Hier, Elite-Krieger, Krieger. Was haben wir denn da?
Oh. Hier sind auch direkt ein paar Zombies. Okay, und weg sind sie. Okay, mit, warte mal, wo geht's nochmal runter? Hier. Dolok? Nee, nicht mit Dolok. Mit wem konnte ich reden bezüglich hier? Geures? Daro? Was ist mit dem Tempel? Was ist mit dem Tempel? Dort hat das Unglück begonnen. Dort liegt der Ursprung des Bösen. Aber niemand, der klar bei Verstand ist, wird sich dort hineinwagen. Wenn wir hier für Ruhe sorgen wollen, müssen wir auch den Tempel angreifen. Du hast recht. Gut. Du wirst nicht allein zum Tempel gehen, aber erst, wenn die Umgebung sicher ist. Ah, okay. Ich muss die komplette Umgebung hier freimachen. Julio? Zeig mir deine Ware. Der hat Blutfliegenstachel, einen Eintopf. Kann ich ihm das hier, komm. Dann die Dinger. Knüppel können wir ihm andrehen. So, was haben wir sonst? Die Dinger. Krötenwurz brauchen wir nicht. Seltsamen Pilz behalten wir. Kronstöckel behalten wir. Morgentau. Weg. Zauberwurzel weg. Mana-Pflanze weg. Königsdistel. Waldbeere. Wir haben so viele Waldbeeren. Und Heilwurzeln. Wieso essen wir die nicht? Herz eines Feuergolems. Goldbrocken können wir verkaufen. Ein Bisonfell. Hier, da haben wir das magische Erz. So, Goldausgleich. 45.000 haben wir. So, die Stollen. Es gibt zwei Stollen im Berg. Einer liegt direkt hinter der Stadt. Der andere liegt weiter im Südwesten. Im Südwesten. Also in die Richtung müssen wir einen Stollen noch finden. Und wo kommen die jetzt? Hatten die jetzt irgendwo hier was angegriffen? Hier, das sieht auf jeden Fall nach einem Weg aus. Da vorne ist schon die nächste Stadt. So, wir hauen die erstmal alle zu Klump. Moment mal. Wo ist mein Schild? Wo ist mein... Wo ist jetzt mein Paladin-Schild jetzt hin? Habe ich ihn jetzt aus Versehen verkauft? Zeig mir deine Ware. Jo, ich habe ihn den Scheiß aus Versehen verkauft. Wie konnte das denn bitte passieren? So. Ernsthaft. Jetzt habe ich wieder Gold verloren. Ordentlich Gold verloren. Zeig mir deine Ware. So, sonst... Alter. Wie konnte das denn bitte passieren? Jetzt ernsthaft. So, ich speichere noch einmal.
wäre aber richtig doof. So, kommt schon der nächste. Ja. Komm. Da! 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 Ja. Komm, ich esse mal hier ein bisschen was von denen. Das sind sehr viele hier von denen. Da, da, da. Jo, das sind... Alter, wie viele sind denn hier? Da, da. Da, oh, da. So, ich brauche jetzt noch mal ein paar. Gegen wen? Ich dachte schon, die greifen da auch noch irgendwie wieder jemanden an. Nein, beeil dich! Nein! Verdammt! Alter. Das wird schwierig hier, gegen die zu kämpfen. Aber naja. Wenigstens haben wir unsere Waffen wieder. Wie viel fehlt uns noch für die nächste Stufe eigentlich? Okay, den haben wir schon gleich. Warte, haben wir Lernpunkte? Ein Lernpunkt. Das sind hier verdammt viele von denen. Jetzt kommen sie alle. Jetzt kommen sie alle. Was ist mit den beiden? Da, da. Haben sich hier jemanden getötet oder wie? Ist hier jemand? Alter, wie viel... Alter! Wie viele Zombies hier sind. Das sind schon verdammt viele. Aber okay, ich glaube, ich habe den Stollen gefunden. So, wer... Ich wollte schon sagen, wer kommt denn jetzt? Ich glaube hier, ich glaube unterm Stollen ist irgendwo ein, also im Stollen ist irgendwo noch ein Überlebender. So, gegen den trete ich jetzt mal nicht an. Beziehungsweise jetzt erst einmal was futtern. Der ist jetzt weit genug entfernt.
So, und noch ein. Da sind noch mehr von... Das ist wirklich hier unten. Irgendwo. Yo, da sind tatsächlich Sklaven. Ich glaube, ich muss die Sklaven befreien. Alter, wie viele sind denn hier? Ich hoffe, die lassen die Sklaven am Leben. Alter, es ruckelt aber auch jetzt extrem. Wahrscheinlich, weil hier so viele Gegner gerade sind. Alter, guckt mal an, wie viele Gegner da sind. Das sind sehr viele. Das sind echt viele. So, ich speichere nochmal. Da ist noch so ein Mist. So, ich hoffe, ich krieg das hin gleich. Ja. Da kommt schon der nächste angeschissen. Die nächsten zwei sogar. Wie viele sollen das? Der arme Sklave. Ja. Okay, das könnte jetzt doch etwas knapp werden. So, hier einmal was futtern. Das müsste jetzt reichen, glaube ich, um gegen den. Ja. Einmal speichern. Erst essen, dann speichern. Komm, können wir Reis essen? Reis macht nicht genug. Jetzt nochmal speichern. Echt, der Sklave tut mir leid. Allein gegen so viele. Ich hoffe, der überlebt das wenigstens. Yo. Okay, okay, schnell, 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 schnell weg. Abstand, 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 Abstand. So, und nochmal hier. Die da, die drei helfen da gar nicht gerade. Das ist eine wunderbare Hilfe. Nein! Da! Alter, das ist ein Kampf.
Wenigstens haben wir ein paar Lernpunkte gesammelt und Stufenaufstieg gehabt. Wie viele haben wir jetzt? 11 müssten wir jetzt haben, glaube ich, oder? 12. Stimmt, wir hatten schneller Lernen, glaube ich, irgendwo gemacht. Hier, schnelles Lernen. 12 Lernpunkte haben wir jetzt. So, da kommen die nächsten zwei. Das sind aber echt verdammt viele. Noch scheint er da zu überleben. Nein! Das war jetzt doof. Alter, muss ich jetzt dem Dings hier hinterherlaufen? Ich bleib noch mal kurz auf Abstand. Okay, und nochmal futtern. Wir fressen gleich alle unsere Heilpflanzen hier weg. Ich sehe schon kommen. Aber ich will diesen einen Sklaven da gerade retten. Der da hier von den ganzen Zombies übermannt wird. Ich finde es aber gut, dass er... Ich finde es gut, dass er hier überrannt wird. So, da kommen schon die nächsten zwei. Ist besser, dass die alle zuerst auf ihn losgehen. Dann kann ich mir immer zwei Stück rausfischen. Und eventuell auch so. Ich glaube, der wird sich da noch mehr freuen. Ist der Sklave tot? Weil die da weggehen. Jetzt, wir sehen ihn an. Ich wollte schon sagen. So, bis der kommt, kann ich mich eben aufheilen. Bisschen heilen. So, komm. Ja. Okay, nochmal kurz heilen und speichern. Ah, okay, die... Das sind jetzt nur noch vier bei ihm da. Komme ich hier noch hoch? Ja. Aber es sind auch welche wieder zurückgegangen. Ich fange erstmal mit dem Zombie hier an. Ich kann mich gerade gar... Ah, ich wollte schon sagen, wieso konnte ich mich jetzt nicht bewegen? Okay, da kommt schon der nächste an. Die nächsten zwei. So, aber ich muss mich jetzt eben aufladen. Von der Gesundheit her.
Und dann vielleicht so erschießen. Ich hoffe, hinter mir ist jetzt keiner. Komm her. Oh, oh. Da. Okay. Also jetzt die letzten beiden da unten noch. Alter, wie viele Knüppel hier rumliegen jetzt? Einmal speichern nochmal. Ich hoffe, der überlebt das, der Sklave. Wo ist er denn? Da. Alter. Die Kämpfen ist ja richtig beschissen. So, ich hoffe, es kommt hier jetzt gerade keiner. Und nochmal speichern. Wie viel Leben hat der jetzt? Kann ich das sehen? Dem hast du es gezeigt. Um dich ist es nicht schade. Miguel? Was machst du hier? Was machst du hier? Was glaubst du? Ich verstecke mich. Es ist so schlimm. Sie sind alle tot. Und auch wieder nicht. Sie starben, aber sie standen vor meinen Augen wieder auf. Ja, verdammte Untote. Ich bitte dich, bring mich weg von hier. Wo willst du denn hin? Wo willst du denn hin? Zurück nach Bensala. Enzo wird meine Hilfe brauchen, falls er noch lebt. Weißt du irgendwas über Kisten mit Stahl? Weißt du irgendwas über Kisten mit Stahl? Bevor die Untoten kamen, waren ein paar Räuber im Stollen. Sie haben ein paar der Kisten weggeschleppt. Aber eine konnte ich retten. Hier, nimm du sie. Okay, gut, ich bring dich zurück zu Enzo. Ich bring dich zu Enzo. Ich danke dir. So, ich bring dich weg. Ich bring dich weg. Gut. So, das da war ja Bensala. Alter, wie, das war ja aber auch ein Kampf hier. Aber wir können jetzt gleich sehr viele Knüppel einsammeln. So, wo war Enzo? Hier, das war doch Bensala, ne? So, warst du Enzo? Ne. Enzo! Ich habe dir jemanden mitgebracht. Ich habe dir jemanden mitgebracht. Mein treuer Diener Miguel, ausgezeichnet. Ich danke dir und verzeih mir mein anfängliches Misstrauen, Vater der Gerechten. Du hast mir sehr geholfen. Okay, hier ist Stahl für dich. Hier ist Stahl für dich. Ausgezeichnet. Die Arbeit kann weitergehen. Und bring mir noch mehr. Gleich hier. Ja. So, ich hole mich ein wenig aus. Ja, mach das mal. Du hast tapfer gekämpft, auf jeden Fall. So, das speichern wir auf jeden Fall. Und ich sammle mal die ganzen Knüppel ein, die hier jetzt rumliegen. Das sind auf jeden Fall jede Menge. Das waren aber auch jede Menge Zombies und verfluchte Sklaven. So, aber für die ganzen Knüppel können wir auf jeden Fall noch ordentlich Geld bekommen, oder? Ich fand es jetzt nur doof, dass wir unser Paladin-Schild hier wieder zurückkaufen durften. Okay, ich höre hier noch mehr. Wo kommst du denn her?
Wem hast du es gezeigt? Nee, jetzt ernsthaft, wo kam der denn her? Wo kommt... Wo kommen die her? Billiard wartet auf dich. Na, verschwinde. Nein, ich wollte nicht mit... Ich wollte den Knüppel. Und wo kamen die? Oh, Die boxen Mumien. So. Wo kommen die her? Die ganzen Untoten. Die sollen alle wieder rein in die Stadt, wenn... Wem hast du es gezeigt? So, bitte alle wieder in die Stadt, ja? Keine Ahnung, von wo die jetzt kamen. Aber, hat mir gerade gar nicht gefallen, dass die hier... ist. Ich hoffe, es ist keiner von denen jetzt tot, oder? Nicht, dass ich jetzt irgendwie eine Quest verloren habe oder sowas. Hier sieht bis jetzt eher nicht danach aus. Aber wir wollten jetzt noch zum Stollen. Aber auch die Knüppel hier einsammeln. Aber von wo kamen die jetzt? Oder gibt es hier einfach random immer wieder mal Zombies und Untote, also Skelette und so weiter, die hier einfach random mal in diese Richtung gehen, bis wir das mit dem Tempel da gemacht haben. So, wie viel brauchen wir noch für die nächste Stufe? Okay, ist noch ein bisschen, aber mit den ganzen Untoten, die hier sind. So, nochmal kurz schnell speichern. Nein, das war jetzt doof. Schnell kurz weg. So ist die Ausdauer jetzt hinüber. Und den auch nochmal, den Trank, Heiltrank. Schnell, beeil dich! So, nochmal speichern und dann gehen wir mal rein. Stollen haben wir geschafft, okay. Haben wir geschafft, die Stollen von Benzala zu befreien? Jetzt dann nur noch die Kisten hier einsammeln, falls hier welche sind. Ich speichere da vielleicht nochmal, falls hier noch jemand ist. Hier eine schwere Kiste. Noch eine schwere Kiste.
Schwefelader. Ja. Und noch eine Erzader sehe ich gerade. Dort magische Erz nehmen wir auf jeden Fall mit. Die brauchen wir. Die will ich haben. Die sind wichtig. Die sind relevant für uns. Okay, dann scheint das hier fertig zu sein, ne? Goldader nehmen wir auch mit. Da ist noch eine Ader. Moment mal, wieso ist das hier wieder nicht mehr? Weil wir geschlürft haben, glaube ich, oder? Liegt das daran? Ah, okay, weil wir am Schürfen sind, sind die Dinger nicht mehr ausgerüstet. Das ist ja doof. Komm, wir benutzen eh keinen Mana. Gehen wir jetzt nochmal zurück und richten da einmal aus. Die Stollen sind befreit. Und gucken mal, was wir noch machen müssen. So, Enzo, hier habe ich nochmal ein bisschen Stahl für dich. Ich habe den Stahl, den du wolltest. Danke, das ist ein gutes Zeichen. Jetzt geht es wieder aufwärts. Hier, nimm dies als Zeichen meines Dankes. So, 500 Gold erhalten. So, und Daro ist da hinten, ne? Daro. Die Stollen sind wieder frei. Die Stollen sind wieder frei. Gut. Wir schulden dir Dank, Vater des Mutes. Nice. Erfahrung nochmal 1000. Perfekt. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Würdest du mich im Kampf unterrichten? Ne, können wir uns nicht leisten von den Lernpunkten her. Ich würde mal gucken, was würde noch Sinn machen, dass wir irgendwie lernen. Benötigtes altes Wissen haben wir passend. Benötigte Stärke 200 hätten wir auch. Den würde ich gerne irgendwo lernen, aber wo lernen wir das? Oder das hier, Regeneration. Der Körper des Helden heilt seine Wunden auch außerhalb der Ruhezeit. Oder Erzwaffen schmieden. Wir könnten eigentlich mal in Richtung Schmied mal gehen. Und uns eine bessere Waffe machen. So, bring mir was über das Schmieden bei. Bring mir was über das Schmieden bei. So, was muss ich über Schürfen wissen? Wie schärfe ich meine Klinge? Dazu bist du noch nicht bereit. Okay, zeig mir, wie ich eine Erzwaffe schmiede. Dazu bist du noch nicht bereit. Gut. Gut. Weiter so. Gut. So, haben wir jetzt 29. Haben wir 12 Punkte in Schmied jetzt investiert. Einfach mal so. Schmiedekunst 29. Dafür bräuchten wir 25, hierfür 50, hierfür 15, hierfür 30, Klinge schärfen, hierfür 60, Rüstung verbessern. Ich glaube, wir werden das so oder so alles hier noch irgendwie voll kriegen. Die Frage ist nur, wo lernen wir das alles? So. Aber ich würde sagen, wir machen hier dann mal in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.